Das ist Tarek Reitz. Er spielt seit 3 Jahren Football in der Jugendmannschaft der Trier Stampers. Die Jungs laufen sich gerade warm für ihr Heimspiel gegen die Trier Wolverines. Trainer Oliver Meyer gibt noch letzte Anweisungen. Das ist Tarek in seiner Spielausrüstung. Im Arm hält er den Spielball, den Football. Das ist Englisch und heißt übersetzt Fußball, hat mit Fußball aber wenig zu tun. Das Spielfeld ist ungefähr so groß wie ein Fußballplatz. Aber was bedeuten eigentlich diese weißen Linien? Dieses Footballfeld wird halt in 12 Abschnitte unterteilt, die alle 9 Meter breit sind. Und die beiden letzten Felder von diesem Feld sind halt die Endzonen. Und Ziel beim American Football ist es, dass die angreifende Mannschaft, genannt Offense, versucht, den Ball mittels Lauf und Pass in die gegnerische Endzone zu befördern. Und dafür gibt es dann 6 Punkte, das nennt man Touchdown. Die Stampers in Schwarz spielen heute gegen die Wolverines in Gelb. Jede Mannschaft hat 11 Angreifer und 11 Verteidiger, die immer abwechselnd auf dem Platz stehen. Die Angreifer haben 4 Versuche, um den Ball mindestens 9 Meter nach vorn zu tragen oder zu werfen. Das müssen die Gegner verhindern. Beim Football sind also ganz unterschiedliche Spielertypen gefragt. Egal, ob ich groß bin, ob ich klein bin, ob ich kräftig bin, ob ich mächtig bin, ob ich schnell bin. Ich brauche eigentlich jeden Spieler, weil für jeden Spieler gibt es eine passende Position bezogen auf seine körperlichen Voraussetzungen. Tarek, hier ganz rechts, ist der Kapitän der Angreifer. Seine Position ist sehr wichtig. Beim Anpfiff bekommt er als erster den Ball und entscheidet, ob er ihn einem Läufer übergibt oder zu einem Mitspieler wirft. Wenn die Verteidiger die Angreifer zu Boden werfen, sieht das schon brutal aus. Wirklich gefährlich ist es aber nicht. Sie brauchen keine Angst zu haben. Der Helm und das Schulterpad, die schützen sie sehr gut. Oder auch die Hosen. Und man bekommt auch Techniken beigebracht, wie man Verletzungen verhindern kann. Und dadurch kann man oder muss man auch keine Angst haben. So ein Footballspiel kann bis zu 2 Stunden dauern und ist extrem anstrengend. Trotzdem ist Tarek von Football begeistert. Also an Football gefällt mir so gut, dass der Sport sehr körperbetont ist, sehr aggressiv, aber auch nicht zu gefährlich durch den Schutz. Und dass jeder Spieler im Team seine eigene Aufgabe hat und dadurch jeder Spieler gleich wichtig ist.